Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind hier zurück. Wie man unschwer erkennen kann im Let's Play Together Minecraft. Mein Vorname, beziehungsweise mein löblicher Name, ist Project Key LP. Und ich habe heute mal wieder meine zwei Stammkunden dabei. Und zwar den werten Herr Reitz. Und den werten Herrn. Also ja, der K-Kev, der Gamer. Ah, ein Gamer. Ob der in unsere Gesellschaft passt, ich weiß ja nicht. Ja, die gehobene Gesellschaft. Belustigen uns nicht an deutschen Spielen. Genau. Also, das ist ja echt schlimm. Also, ich würde sagen, wir bauen heute unsere löbliche Mauer. Obwohl, zeigen wir erstmal das löbliche Wiesenhöf. Folgen Sie mir bitte, Herr K. Okay. Ich folge unauffällig, die werten Damen und Herren. Ich öffne Ihnen die Tür. Kommen Sie hinaus. Folge Sie mir bitte. Gerne, Herr Wright. Das macht doch Spaß. Dieses. Mit erhobenen Hauptes. Dieses Minenbauen in einer löblichen Art und Weise zu spielen. Oh. Wie man sehen kann, sind wir auch industrialisiert und haben dann unsere eigene Firma gegründet. Wie das Leute und Geschäftsmänner von heute tun. Natürlich, natürlich. Nur nach Alter. Profit. Also, wir müssen natürlich so, wie es alle Großkonzerne machen, erstmal wieder unsere Hühner. Unsere Legebatterien ausplündern. Genau, also es müssen mindestens 30 Hühner auf einem Quadratmeter sein. Mindestens. Also, ist das nicht profitabel genug? Alter, wie viele Eier, ey. Ist ja krank, ey. Leute. Also, bei mir backen die Sounds schon rum hoch. Ständig kommen neue von ihnen, die uns beehren wollen. So, meine Herren, wir haben unser Geschäft hier gut erledigt. Folgen Sie mir jetzt bitte zu den Mob-Twister. Jawohl, die gnädigen Herren. Ja. Vor Ihnen. Herr Wright, ich folge Ihnen auf Schritt und Tritt. Er ist British Accent. Yeah, that's very nice. Huh? The British Accent. I think. Aber wir wollen ja unsere werte Deutsche Zuschauer nicht erschrecken mit unserem britischen Akzent. Deswegen reden wir wieder wirkliches Deutsch. Nach Ihnen der Herr. Nach Ihnen? Ist das auch nicht gefährlich? Spring einfach runter. In der Mitte? Ja. Au. Wie Sie sehen, könnte sich der werte Kundschaft schon in Ihren Räumen. Oh ja, in unseren Geschäftsräumen. Und ich denke, wir betätigen den Schalter des Todes. Lassen Sie das Geschäft beginnen. Also wir sind natürlich ein vollautomatischer Betrieb, wie man hier sehen kann. Ja, natürlich. Also Massenproduktion ist unser zweiter Name. Das ist normal. Hey, wo kommt der Villager her? Welcher Villager? Da war gar ein Villager, naja. Ist das die ehemalige Eisengolem-Farm oder was? Ja. Jupp, ist. Aber wir haben die oben gebaut, weil das hat nicht so geklappt und die wäre zu hoch in den Himmel geragt. Und wir sehen ja, es kommt immer wieder neue Kundschaft dazu. Also ganz formidabel. Natürlich.
So, das reicht erstmal. Sammeln wir diese lieben Leute wieder. Moment. Ich will einmal kurz vorbauen zu. Boah, ich muss ja einmal kurz, Ja, ja, lauter Plunder. Der werde Plunder. Stört mich nämlich, wa? Gucken wir mal. Irgendwo ist hier ein, ja, hier ist der Fehler. Ach, stimmt, die haben ja jetzt die Leitungen wieder geändert, ne? In dieser Version, glaube ich. Nein, hier noch nicht direkt. Ich muss nur kurz was nachgucken. Mach mal eben den Schalter an, bitte. Moment. Okay, jetzt ist er an, oder? Ja. Soll ich ihn ausmachen? Nee, lass an. Weil irgendwie fehlen hier ein paar Blocks, vielleicht Enderman-Schäden oder so. Okay, Moment. Ja, jetzt fehlt definitiv was. Kurz gucken. Wasser. Wasser müsste eigentlich hier sein. Ja, hier ist es auch. Aber wo ist der Pisten hin? Ach, da, ja. Okay. Hier ist irgendwie Wasser oder so reingelaufen. Weil sonst wäre das Wasser nämlich auch aus und... So, dann ist das hier. Ah, wo ist das angekommen? Kannst du den Schalter mal anmachen, bitte? Der ist immer noch an. Okay, gut. Kannst du ihn jetzt nochmal ausmachen? Ah, jetzt ist das Wasser aus, wie ich sehe. Und die Lava auch weg, oder? Genau. Warte, dann mach ich das nochmal an und aus und dann. Da war hat nämlich zwei Witzel Sachen gefehlt. So. Soll ich nochmal anmachen? Ja, bitte. Lass mal kurz an, bis die Viecher da weg sind. Ah, wie viele hier kommen. Das ist richtig heftig, ne? Also nicht wundern, also wir haben einfach die Golemfalle, die wir hier gebaut haben, umgebaut in der Mobfalle. Ja, wenn wir gleich nach oben gehen, sehen wir das. Also wir haben einfach mehrere Zwischenebenen gezogen da quasi. So, jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Weil wir können hier unendlich lange stehen und unendlich viele Items bekommen. Also falls wir mal Knochenmehl oder Schwarzpulver brauchen, müssen wir einfach nur hier runterkommen. Also es sind insgesamt glaube ich 9 Ebenen. Weiß nicht mehr genau. Das sieht also man hier jetzt Kevin. Auch gleich an den Fenstern. Hier Kevin, du rennst dran vorbei. Hier, man sieht die Spinnen. Wie viele das denn? Das ist eine Ebene. Dann haben wir hier schon die zweite. So was ähnliches haben wir auch gebaut. Nur nicht so groß. Ja, so groß nicht, aber so groß wie es wir brauchen reicht's. Also so groß wie es wir haben. Wir haben nämlich eine Schallplattenfarm. Aber Schallplatten bekommt man wirklich doch nur, wenn ein Skelett einen Creeper abschießt. Ja. Ja, man muss da irgendwie... Das Ding ist so gemacht, dass das Skelett immer hinter dem Creeper steht. Das haben wir aus Glas gemacht. Und sich irgendwie trennt die verschiedenen Mob-Arten? Also die Zombies verbrennen ja in der Sonne. Ach so, ja, Skelette auch. Und Skelette. Spinnen werden aussortiert, Enderman spawnen gar nicht erst. Ja, und wie trennt er dann halt wirklich Zombie von Skelett? Gar nicht. Zombie und Skelett verbrennen einfach. Und dann übrig bleibt der Creeper. Ja, aber muss man halt vorher ein Skelett muss man umleiten in die Skelettkammer. Achso. Ich kann es euch da ja mal zeigen. Ja, du kannst ja nachher den Server mal anmachen. Ja. Ja aber jetzt müssen wir erstmal unsere Mauer bauen. Am besten wieder aus Cobblestone oder davon haben wir genug. Ja, auf der Lämmer. Sieht okay, kleiner Ossi. Entschuldigung. Sieh dir den kleinen Ossi an. Da ist der Enderman. Nein, der ist Slenderman. Entschuldigung. Wo ist er hin? Nein! Ich höre wieder dieses Flugzeug. Das ist Höllentor. Nein, das ist ein Tor. Doch. Stell ich halt mal direkt daneben. Das ist nicht das Höllentor. Oh. So, jetzt hier, wie viel. Okay, wir haben
3 Kisten, 4 Kisten, 5 Kisten, 6 Kisten, 7 Kisten, 8 Kisten, 9 Kisten, 10 Kisten Cobblestone. Das reicht nicht. Ich finde, die Mauer sollten wir einen dick bauen oder nur zwei dick bauen. Vielleicht willst du drei dick bauen, dass man in der Mitte durchlaufen kann. Nein, wir bauen doch gleich fünf, dann überlebt man einen Atombombenanschlag. Wir bauen die einen dick und dann oben machen wir Stairs, dass keine Spinnen rüberkommen. Ja, dass man oben dann quasi auch rüberlaufen kann, oder wie meinst du? Nein, man muss nicht ja rüberlaufen, nur dass halt keine die Monster draußen bleiben und so. Direkt aus Aber wir bauen auch ein Tor, dass man da auch raus kann, oder wie? Oder willst ja, du bauen, natürlich bauen wir das. Bauen? Nein, aber das, wir bauen jetzt eine riesige Cobblestone-Mauer. Und dann bauen wir auf die Cobblestone-Mauer eine riesige Glaskuppel. Ja, natürlich. Dann sind wir wieder 200 Folgen am Farm und alle Leute beschweren sich wieder, warum wir das im Offscreen machen. Waren doch schon in den letzten Folgen so, wo wir jetzt diese Mob-Falle gebaut haben oder die Golem-Falle. Ja, relativ. Also, ja doch. Oh, mit den Superschaufeln ist es doch gar kein Problem, Sand zu farmen. Da rennst du einfach nur durch. Bzzzt. Ja, geht, aber ist halt ziemlich nervig. Ich meine, würdest du Leuten zuschauen... Funktioniert bei euch noch die Shift-Taste? Würdest du Leuten zuschauen, die 2 Stunden lang nur irgendein Loch ausheben? Ja. Und dann auch nur noch Scheiße dazu labern. Ja, definitiv. Würde ich. Ganz ehrlich. Muss eben mal meine Shift-Taste hier verbessern. Irgendwie... reagiert sie nicht. Weil ich kann irgendwie von Minecraft nicht mehr mit Shift-Taste was aus dem Inventar nehmen oder aus dem Creative Mode. Okay. Was? So, da rein. Übrigens, hier sehen wir auch das offizielle Schild zum Mob-Twister. So. Wobei die Höhlenspinne ist auf dem Schild eigentlich total unnötig, weil wir... Bei mir hängt da ein Fernseher. Ich hab das Texturenpack nicht drin. Ja, ich wollte gerade sagen. Du solltest das so reinmachen, schlimm. Mann, das ist mein Flatscreen. Den brauche ich zum Gucken. Trotzdem, ist das so. Ich bin in meiner Alpha-Welt unterwegs. Mach mal das Texture-Pergramm, was Exo dir vorher gesagt hat. Ja, ich hab das vorhin schon drin gehabt, Wiesenhöf. Da drauf. Das Texture-Pergramm, das muss man in dem Let's Play einfach haben. Und ich mache hier wieder epileptische Anfälle. Ja, gut. Immer Steuerung drücken. Weil dann geht ja mal der Zoom an und aus von Optifine. Achso. Hey, ich kann mich gar nicht mehr bücken, komischerweise. Oh, Kevin, weißt du, was wir machen müssen? Wow, das funktioniert sogar mit einem Shader, das Texturenpack. Ist nur ein bisschen hell. Weißt du, was wir mal machen müssen, Kevin? Was? Ein Let's Change Minecraft, so zu dritt. Wisst ihr, was es ist? Nein. Ja, hast du schon mal erwähnt in der fast zweiten LPT-Staffel mit Tobi. Ja, dass wir quasi, das musst du dir so vorstellen, Exo. Ich generiere zum Beispiel eine Welt und spiele auf dieser Welt 15 Minuten. Das nehme ich auch. Ach so, ja, und okay, und dann schickt ihr die weiter an andere, ja, ich verstehe das. Genau. Ich hab das meinst du, ja. Dann lädt halt jeder auf seinem Kanal quasi eine Folge davon hoch. Bei dir könnte das halt ziemlich schwierig werden, weil du hast ja unter der Woche nicht so viel Zeit. Ja, ich verstehe, aber gut. Aber hier kommt auf jeden Fall das Lager hin, um mit dem Höllentor eingebunden, mit dem Mob-Twister. Das Höllentor kann man ein bisschen verschieben. Zumindest ist der Mob-Twister mit eingebaut, wo das Kistenlager hinkommt. Ja. Aber ich warte, soll ich vielleicht, zieh am besten erstmal einen Grundstein für die Mauer, wie du sie ungefähr haben willst. Wir bauen dir dann quasi hinterher. Ja, genau, dann baue ich den Grundstein und dann könnt ihr die ja höher ziehen und ich baue dann hier das Lager. Okay, wie groß soll man das am besten machen? Wir wollen ja noch eine Kirche. Wir wollen ja noch ein bisschen was hinbauen, Kirche oder sowas. Ich finde, wir sollten hier vor dem Berg. Ich bring mal kurz meinen Plunder weg, wo ich noch im Inventar hab. Ach, alles kann ich ja da nicht. Ja, vor dem Berg, also hier. Okay. Wir müssen dann später auch die Wiese anpassen. Twister. Also das, ich baue das mal so. Also dann werde ich müssen viereckig quasi machen. Wieder Gärtnerarbeiten übernehmen nachher. Wenn wir die viereckig machen, so die Mauer. Lass erstmal. Oder sollen wir die irgendwie ein bisschen verformen? Ja, ein bisschen verformen, also ich würde das gleich ein bisschen nach links gehen, dass wir quasi den Berg hier umgehen. Der hinter dir jetzt kommt. Achso, ja, ist ja ein Stück. Ja, ist ein Stück. Nein. Der ist ja nicht mal so lang, den können wir abtragen, das Stück. Ich weiß ja, aber bei allem immer Terraforming machen, das ist auch irgendwie ein bisschen kacke. Also wir sollten schon mal wir sollten schon ein paar Kurven reinmachen, dann auch Höhenunterschiede der Mauer. So ein bisschen.